Ach, wir können schon schwimmen. Okay. Das ging im Vorgänger, glaube ich, auch nicht sofort. Ist hier irgendwas? Bei Ori muss man sich immer sehr, sehr gut umschauen. Was hat mich denn da jetzt gerade getötet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Guck mal, da ist ein Dorn ist da. Was mir gleich positiv auffällt, sind übrigens die sehr fair gesetzten Checkpoints. Ich bin jetzt ja schon zweimal gestorben und ich bin immer direkt kurz davor wieder gespawnt. Das finde ich schon mal sehr positiv in dieser Art von Spiel. Das kann man wahrscheinlich mit diesem Feuerding wegmachen. Und da ist auch was dahinter. Oh, Scheiße. Oh. Oh, 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 oh. Uah. Lauf, Ori! Mag Feuer nicht. Meine Güte. Intens. Ich meine, ich kenne diese Jagdsequenzen ja oder diese Fluchtpassagen aus dem ersten Ori, aber holy moly. War das eine Bestie? Vorerst haben wir ihn zurückgeschlagen, aber er wird zurückkommen, denn er mag Ori nicht. Vielleicht weil Ori neu ist, vielleicht auch weil er Oris Licht nicht mag, so wie das ja bei Kuro auch der Fall war. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber huf. Wie gesagt, das war echt intens. Howl's Bau. Ach, wegen Heulen. Aha, verstehe. Howl, ja. Das ist also sein Bau. Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht unbedingt sein Haus invaden wollen. Aber irgendwie verlangt das Spiel das von mir. Und da ist auch wieder ein Schlüsselstein. Oh je, oh je, oh je. Also es sieht nicht so aus, als wäre das ein besonders netter Zeitgenosse. Können wahrscheinlich dort auch nach unten. Aber gehen wir erstmal hier nach rechts. Ist es ein Moki? Hey ho. Die finde ich witzig. Ich kann nicht mal schlagen gerade. Ohne Fackel. Da bekommen wir unsere erste Fähigkeit. Ich habe mir das übrigens so erklärt, ich meine, wir hatten ja als Ori am Ende des letzten Spiels ziemlich viele Fähigkeiten und waren ziemlich mächtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir Sein verloren haben und Sein war auch immer die Quelle unserer Kraft so ein bisschen und daher kann man erklären, warum wir jetzt eigentlich alles verloren haben. Spiel vorbei. Oh.
Sie haben auf jeden Fall Niven gesehen. Diese Insel fernab von Nibel. Mögen die mich jetzt? Du bist nicht wie die anderen. Der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerung mit dir geteilt. Geisterklinge. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie X, Y oder B zuzuweisen. Führe Kombo-Angriffe aus. Ach, cool. Nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Ich habe eine Klinge. Okay, I'm sold. Wie geil ist das denn bitte? Das ist eine neue Fähigkeit, die hatten wir in Ori 1 nicht. Ich find's übrigens interessant, man hat das gerade nochmal ganz gut gesehen aus der Sicht, aus der weiten Sicht fernab von Niven, dass der Baum von Niven abgestorben war. Ich nehme mal an, dass jeder Wald von so einem, ja, Weltenbaum oder sowas gespeist wird, wie es in Nibel auch der Fall ist. Und der Baum von Niven, der sah nicht gesund aus. Der sah überhaupt nicht gesund aus. Da stellt man sich jetzt natürlich die Frage, was ist denn hier passiert? Und generell scheinen die Lebewesen hier auch relativ aggressiv zu sein, die meisten zumindest. Da komme ich wohl jetzt leider nicht dran. Das ist ein wenig schade. Da oben haben wir wieder so ein starkes Vieh. Aber mit diesem Schwert, ey, sind wir echt der Auserwählte. Ist ja Wahnsinn. Magnet, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weiter entfernte Kugeln zu. Drücke zum Anlegen Dings... Ach... Wie interessant ist das denn? Ich kann verschiedene Geistersplitter nochmal auswählen und quasi die Ausrichtung meines Charakters nochmal zu verändern. Questgegenstand, dein erster Schlüsselstein. Das ist echt schon schön gemacht, gar keine Frage. Das ist echt schön gemacht. So, und wir sind jetzt ja gerade, wenn wir nochmal hier gucken, sind wir gerade immer noch im Tintenmoor. Also Holes Bau gehört offenbar zum Tintenmoor dazu. Hier unten. Ich bin so gespannt, was da nachher noch dazu kommt. Und ob wir noch zurück nach Nibel kommen oder so. Das weiß man ja auch nicht. Also ich weiß es zumindest nicht, weil ich das Spiel noch nicht gespielt habe. So, dann sind wir wieder zurück. Jetzt haben wir unsere Klinge. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg! Bis bald, Geister. Du suchst nach jemandem. Wir kennen einen Sucher. Den Großen. Groß und moosig. Gehe zum Wächter des Sumpflands. Quolok wird dir helfen, den Weg zu finden. Wow, okay, das ist weit weg. Wächter des Sumpflands, finde Quolok. Quoloks Tal. Sprich mit Quolok, dem Wächter des Sumpflands. Die Moki glauben, dass er dir bei der Suche nach Kuh helfen kann. Woher wissen die überhaupt von Kuh? Vielleicht haben die uns beobachtet, als wir geflogen sind. Eine neue Quest. Aber erstmal wollen wir uns noch weiter hier ein wenig umsehen, denn es gibt noch das eine oder andere zu entdecken. Auf jeden Fall sind wir jetzt nicht mehr schutzlos. Gegenteil sogar. Sind wir ziemlich mächtig geworden durch unsere neue Fähigkeit. Und das werden wir nutzen. So. Hoffentlich treffe ich jetzt nicht wieder direkt auf diesen Hole. Komme ich dann nicht hoch.
Are you kidding me? So aber. Ich könnte natürlich auch versuchen, nach da unten zu kommen, oder? Nee. Da, durch das kann ich tatsächlich nicht hinabsteigen. Hier waren wir auch noch nicht. Das Licht aus den Portalen fließt durch ganz Niven. Es verbindet, es heilt. Ach, ein Teleporter quasi. Drücke X, um dieses Geisterportal zu aktivieren und Gesundheit und Energie wieder herzustellen. Ich nehme an, wenn wir mehrere davon finden, dann können wir da so Schnellreisen machen. Deswegen war es jetzt echt nicht doof, dass wir das schon mal aktiviert haben. Ah! Kommt man da auch so durch? Nee. Da oben ist ein Schalter. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade nicht so richtig, wie ich da rankommen soll. Der Sprung, den ich machen muss, der ist zu weit. Und da oben komme ich auch nicht ran. Es kann aber gut sein, dass man hier auch noch gar nicht hin soll. Ich wollte halt erstmal so ein bisschen erkunden, wenigstens so ein kleines Grund erkunden. So, ich komme von da oben richtig. Okay, dann kann ich erstmal hier lang weiter. Das ist hier unten. Oh. Ja, das sieht gerade so aus, als würde das nichts werden. Sieht sehr gefährlich aus. Das lasse ich lieber. Okay, sind springendes Vieh. Oh nein, und jetzt der. Okay, Gott sei Dank geht das Schwert durch unsere Gegner hindurch und trifft auch mehrere. Verdammt mächtig, die Waffe. Und das schon so früh zum Spiel, aber gut, die Gegner werden auch noch zahlreicher und gefährlicher werden. Gar keine Frage. Hier im Wildlife von Niven. Müssen wir ein wenig vorsichtig sein. Boah, dieser Dash-Angriff. Die Frage ist, warum man das macht. Warum will man hier hin? Nein, das wollte ich nicht. Warum will man hier hin? Ich meine, gut, hier kommt man zurück, klar, aber... Ich sehe übrigens auch schon zwei Schlüsselsteine, aber das bringt mir nicht viel. Gehen erstmal da hinten lang. Bisschen aufpassen muss ich jetzt schon, weil ich nur noch einen... Oh, eine neue Fähigkeit. Schon. Das garantiert der Doppelsprung. Sie haben uns als Geist bezeichnet. Ich meine, gut, man sieht schon, dass wir so ein bisschen durchlässig sind. Mhm. Doppelsprung, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke A, um zu springen. Drücke dann erneut A, um noch höher zu springen. Noch höher! Ich finde es interessant, dass wir hin. Wir haben nirgendwo so eine richtige Fähigkeitenanzeige, oder? Oh, der Magnet kann auch eine höhere Stufe erreichen. Kugeln fliegen aus großer Entfernung zu Ori. Mhm. Cool. Klebrig, du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bleibe an Wänden kleben.
echt eine coole Idee mit diesen Geistersplittern, finde ich. So, jetzt müssen wir aber hier lang. Flop. Okay, jetzt sollte es ein leichtes sein, hier wieder rüber zu kommen. Warte mal, es war hier doch... Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt... Das muss ich mir mal eben angucken. Gehen. Achso, das brauchte ich einfach nur, um hier wieder rüber zu kommen. Okay. Wenn ich den jetzt wieder zurückziehe, senkt sich das dann eigentlich... Nee, das senkt sich nicht ab. An sich dürfte ich jetzt aber eigentlich das haben, was ich brauche, um hier weiterzukommen. Thank you. So. Sprung, Sprung. RT. Vielleicht brauche ich den aber doch da unten. Ich schub's ihn mal runter. Out. Hier ist nichts, okay. Ich dachte, da hätte vielleicht was sein können. Aber diese Beweglichkeit Auris ist schon erstaunlich. Komm schon. Komm schon. Und wir haben den ersten Schlüsselstein. Großartig. Jetzt müssen wir nur noch wieder dieser Grotte hier entkommen. Klappt aber ganz gut, aber der Doppelsprung ist halt eine Universalwaffe. Großartig. Danke dafür. So, das sieht doch mal gar nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir noch diesen anderen Schlüsselständer. Dann können wir wieder ein weiteres Gebiet aufdecken. Ich finde es cool, dass diese Kugeln jetzt zu mir geflogen kommen. Aus ziemlich weiter Entfernung. Da war nichts mehr auf der anderen Seite. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier. Oh no. Wieder einer von denen. Oh. Hätte ja sein können, dass er das Ding hier vielleicht kaputt machen kann, aber irgendwie doch nicht. So. Großartig. Und schon haben wir genügend Schlüsselsteine, um die Tür zu nehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Suppe da unten nicht berühren sollten. Und ich weiß auch leider nicht, wie man das hier kaputt machen kann. Oh. Da sind auch so Angriffe nach unten möglich. Das ist ja interessant. Gut zu wissen. Also ich berühre es lieber mal nicht. Ich gehe davon aus, dass es giftig ist. Oh. What's that? Ganzer neuer Abschnitt hier? Krass.
Vielleicht will ich aber auch erstmal hier hin. Weißt du doch nicht. Wobei, das scheint einfach nur hier rauszuführen, oder? Ja, das führt hier raus. Dann wollen wir uns erstmal diese andere Gegend hier nochmal angucken. Da kommen wir nicht hin. Ich wollte gerade sagen, das dürfte nicht so angenehm sein für Ori. Das ist knapp. Und wir haben ein Leben zurückgekriegt. Ein Energiedings. Was ist das für ein... Was ist das für ein Vieh? Oh. Okay, beim Tod sollte man dem Ding nicht so nah sein. Am besten. Hier wollen wir aktuell auch gerade nichts. Aber da vorne ist ein offenbar ein... Eine Lebenszelle, yo. Ah! Fragmente einer Lebenszelle. Du hast eine Lebenszelle vervollständigt. Dein maximales Leben wurde erhöht. Großartig. Kann ich auch wirklich gut gebrauchen, finde ich. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Also das haben wir jetzt hier gefunden in diesem Abschnitt. Da oben ist ja auch immer noch was. Da müssen wir dann gleich auch mal gucken. Oh, was heißt denn das Plus hier? Was heißt das Plus? Weiß ich auch noch nicht. Ah, guck mal. Und jetzt sehen wir hier drüben, bei diesem Abschnitt rechts davon, diese grün leuchtenden Punkte. Da haben wir jetzt einen Punkt mehr. Dadurch, dass wir eben eine Lebenszelle vervollständigt haben. Okay, das verstehe ich soweit. Das ist jetzt nicht so schwer. Additionen, Mathe, das ging gerade noch. Danach wurde es schwieriger. Es lebt sich besser mit 4 Leben. Katzen wissen, wovon ich spreche. Ah! Haia! Gefährlich. Ich irgendwas übersehen? Nö. Okay, dann hier hin. Gefährliches Dreckswasser. Noch eine Lebenszelle. Okay, jetzt geht's aber los hier. Ich frage mich gerade, ob man diese eine Barriere da unten hätte zerstören können. Mit dem Schwert. Zerstörbarer Boden. Kann man wahrscheinlich auch. Aber da kehren wir mal hin zurück, wenn wir ein weiteres Portal haben. Ich will jetzt da nicht wieder so weit runterfliegen. Zurückfallen. Okay, es sieht auf jeden Fall so aus, als würden wir aus dem Bau von Hole erstmal rauskommen. Moki! Bist du ein Geist, ein erzitterer Geist? Du stehst Mok, dem Mutigen, gegenüber. Ich klinge nicht sehr überzeugend, ich weiß. Aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Eine Trophäe wie dem Schädel von Howl. Aber ein Fangzahn tut's auch, wenn dir der Schädel zu schwer ist. Ich habe Howl im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er einen verloren. Etwas mutiger. Ein Fangzahn von Howl. Das ist einer von diesen Nebenquests, die im Spiel offensichtlich häufiger mal auftauchen werden. Hier haben wir gegen ihn gekämpft. Interessanterweise sehe ich hier jetzt aber keinen. Ja, ich muss ja wahrscheinlich eh in die Richtung. Ich würde aber erstmal gerne gucken, ob ich in die andere Richtung jetzt kann. Mit dem Doppelsprung wieder zurück quasi.
Jo. Das ist cool. Oh. Das Schwert ist einfach Gold wert, ey. Rücksichtslosigkeit. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Du verursachst und erleidest mehr Schaden. Drücke zum An... Oh, ich verursache, aber erleide auch mehr Schaden. Das will ich gerade mit so wenig Leben, ehrlich gesagt, nicht riskieren. Ich glaube, wenn ich mehr hätte, würde ich es vielleicht machen. Aber so ist mir das zu riskant. Mehr verursachte und erlittener Schaden. 15%. Ah, das... nee. Nee, nee, nee. Also jetzt noch nicht. Später, gerne. Jetzt aber noch nicht. Drücke, um das Licht zu absorbieren. Regeneration, du hast eine neue Fertigkeit erlernt. Drücke LT, um sie auszurüsten. Und stelle Gesundheit mit Energie wieder her. Ach, da unten. Okay, offensichtlich kriegen wir noch viele Fähigkeiten, wenn ich mir das hier so angucke. Wenn wir jetzt also wenig Gesundheit haben, können wir dem ein bisschen Abhilfe schaffen. Indem wir unsere Fähigkeit nutzen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Komme ich jetzt auch hier wieder hoch? Ja. Uah. Da unten ist noch irgendwas. Da. Man kommt aber nicht da durch. Die Frage ist, wie kommt man da ran? Und komme ich jetzt auch da hinten dann das Teil ran, was da war? Tock ist weg. Autsch. Können uns das ja mal anschauen, ob wir da rankommen. Es würde mich sehr freuen. Sollte das möglich sein. Jo. Luma sehen, Mitternachtshöhlen, Tintenmoor. Mitternachtshöhlen. Gorlek-Erz. Du hast etwas Erz gefunden. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Also das sieht für mich sehr danach aus, als würden wir später in Ori and the Will of the Wisps noch irgendwie so eine Art... Oh... Okay, das Ding. Okay, das Ding ist noch zu stark. Okay. Oh, die Checkpoints sind echt sehr nice gesetzt. Aber die Luma-Seen sollten wir uns noch nicht anschauen. Das ist noch zu stark. Okay. Wir sollten generell noch nicht in diese Richtung gehen, wie mir das scheint. Also gehen wir wieder zurück. Ist auch interessant, so eine offene Welt im Prinzip so zu limitieren. Das hat ja Gothic damals zum Beispiel auch gemacht, wenn ich jetzt gerade an RPG-Beispiele denke. Also in Gothic gab es halt auch bestimmte Gegner, die man einfach noch nicht besiegen konnte. Und obwohl es eine offene Welt war, gab es dann halt dadurch diese Art Limitierung, dass man erst, wenn man geübter war, beziehungsweise wenn man eine höhere Stufe hatte, dorthin gehen konnte. Das finde ich relativ gut, weil es wirkt halt auch irgendwie organischer, als wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, da eine Wand hinstellt oder sowas. Das ist so eine Wiese.
So, seinerzeit haben wir hier die Fackel gefunden. Perfekt, da komme ich auch wieder ran. Das heißt, ich komme ganz hoch. Was will mir dieses Schild sagen? Oder ist jemand? Lupo. Nanusch. Seid gegrüßt, ich bin Lupo, Kartograf der Extraklasse. Hane. Das war ein ganz schöner Sturm. Hat meine Karten tropfnass gemacht, also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen. Und was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Möchtest du eine Karte dieser saftigen Sumpfgebiete für 50 Geisterlicht erstehen? Warum nicht? Verbindlichsten Dank. Das ist alles noch das Tintenmoor? Cool. Okay, von dem kann ich also Karten kaufen. Die Frage ist... Da unten ist ein Schrein. Da hätte ich noch eine Fähigkeit bekommen. Und hier... ich sollte dahin zurückgehen. Dann kann ich da nämlich noch die Quest fertig machen. Ich dachte, man kommt, wenn man hier lang geht, dann dahin. Aber offenbar ist es nicht so. Ja, ich denke aber, wir sollten jetzt erstmal Schluss machen. Das war's jetzt für die ersten beiden Folgen von Ori and the Will of the Wisps. Und das Spiel schickt sich wirklich an, wesentlich besser zu werden als sein Vorgänger. Und das schien mir nicht möglich zu sein. Alleine diese Gespräche mit den NPCs und so weiter und die Nebenquests, das finde ich echt cool. Und auch dieses, oh, da unten sehen wir die Fähigkeiten. Sehe ich gerade. Auch nicht schlecht. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch alles kommt und hoffe, ihr habt Spaß an dem Let's Play. Ich habe es auf jeden Fall. I want you for an adventure.